Willkommen, die Prüfungsfrage lautet: Nennen Sie Kriterien zur Lieferantenauswahl. Aber ehe wir das tun, sollten wir eines vorschalten. Also vorher sollten wir uns unterhalten über die Beschaffungsstrategie. Es geht um Lieferanten und die Beschaffungsstrategie dreht sich um im Prinzip drei Arten, die man hier anwenden kann. Und das sind alles englische Ausdrücke. Das erste ist Single Source, also mit anderen Worten auf Deutsch eine Quelle. Wir beziehen also unsere Rohhilfs- und Betriebsstoffe, was immer wir brauchen, unsere Halbfertigfabrikate, was immer es ist, aus einer Quelle. Dann gibt es die Strategie Second Source. Das ist eine Strategie, dass man sagt, bei Single Source bin ich total abhängig von diesem einen Lieferanten, also besorge ich mir eine zweite Beschaffungsquelle, beziehe von beiden und kann gegebenenfalls Defizite bei dem einen Lieferanten durch den anderen ausgleichen. Oder aber man betreibt direkt von vornherein Multi-Source, also auf Deutsch viele Bezugsquellen. Eine Quelle, zwei Quellen, viele Quellen. Ja, das ist also im Prinzip hier eine, zwei und viele und jeweils immer Quellen dahinter. Das ist im Prinzip hier der Gedanke. So, nachdem wir das geklärt haben, geht es jetzt tatsächlich um die Kriterien der Lieferantenauswahl. Und auch hier wieder könnte Hilfe erfolgen durch W-Fragen. Wenn wir jetzt in der Prüfung wirklich sitzen, schriftliche Prüfung, wie gehen wir da ran? Und W-Fragen sind oft eine Hilfe, um die Lösung zu generieren. Ja, zum Beispiel, was sind W-Fragen? Was, wer, wie viel, wann, wo, warum? Das sind W-Fragen. So, wenn wir da einfach mal anfangen mit wie, dann wäre ein Kriterium, wie schnell. Na, und damit hätten wir schon was. Wir nennen das dann Lieferfristen. Die Frage also, wie schnell? Wie schnell kann derjenige liefern? Und dieses Wie ist relativ trächtig. Das ist nämlich nicht die einzige Frage, die mit Wie anfängt, sondern auch wie zuverlässig. Na, also dann haben wir die Zuverlässigkeit, beziehungsweise man spricht ja auch von Termintreue. Hält er seine Liefertermine an? Das ist also die Frage, wie zuverlässig? Haben wir schon zwei Dinge verknüpft mit dem Wie. Dann die Frage, nehmen wir andere W-Frage, was? Das heißt, also es geht um die Qualität der Produkte. Die Frage also, was wird geliefert? Was bedeutet hier, in welcher Qualität wird geliefert? So, weitere W-Frage. Welcher Service? Also Serviceleistung. Serviceleistung hier wird oft die Frage entschieden, wer nachher wirklich der geeignetste Lieferant ist. Zusatzleistung, Serviceleistung. Also Serviceleistungen. Nehmen wir es ruhig mit auf. Zusatzleistungen. Das spielt oft eine Rolle, weil diese Anlieferei kann sehr nervend sein. Und wenn dann jemand die Sache nicht nur einfach dahin kippt, sondern sie vernünftig sortiert zum Beispiel, dann ist das eine Leistung, die wir anderswo vielleicht nicht bekommen. Na, also die W-Frage lautet hier, welcher Service? Und Sie werden jetzt vielleicht sagen, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Nee, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Ja, viele Lieferanten arbeiten auch mit ständig wechselnden Fahrern. Ständig wechselt das Personal, ist auch bei den Paketzustellern. Ja, ist ja auch ein Lieferservice, ist das auch so. Da haben Sie ständig wechselndes Personal. Und wenn Sie dem einen mal erklärt haben, wo er das Paket ablegen soll, wenn Sie mal nicht da sind, na, und da haben Sie dem gesagt, legen Sie es dahin, da sieht es keiner und da kann es auch keiner stehlen, wunderbar. Und Sie denken, Sie haben das jetzt mal geklärt.
beim nächsten Mal ist wieder jemand anders da, der weiß nicht Bescheid und so weiter. Ja, also welcher Service, welche Kommunikation, ja, auch da können wir wirklich ein Kriterium draus machen, Kommunikation. Ja, und zwar nicht nur, wie, auf welchen Wegen kann man kommunizieren, da kann man jetzt eine Menge draus machen. Ne? Also wie, das heißt die Kommunikationswege, ich kürze mal ab, Kommunikationswege, ne? Wie kann ich den erreichen? Per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp, per was weiß ich, Signal, keine Ahnung. Kommunikationswege ist die eine Frage, aber dann auch, wie klar wird kommuniziert hier, ja, und wie regelmäßig wird kommuniziert und vor allem wird kommuniziert, wenn es wirklich drauf ankommt. Ne? Oft ist das Problem im Alltag, dass nicht kommuniziert wird, sondern man einfach gar nichts macht, ja, oder die Kommunikation abbricht, gerade da, wo man kommunizieren müsste. Und das gilt auch für Lieferantenbeziehungen, also nennen wir es Kommunikationsverhalten. Verhalten und natürlich auch die Kommunikationswege. Na, das habe ich hier hingeschrieben. So, dann, und Sie sehen, es kommt bei mir ziemlich zuletzt, aber sind natürlich auch Kriterien, ganz klar, ne? Die Preise, die Zahlungsbedingungen und seine persönlichen Lieferbedingungen. Ja, vielleicht sagt er auch, ich komme erst ab 10 Paletten oder so etwas. Na, da ist die Frage, können wir das brauchen? Na, das sind dann Lieferbedingungen des Lieferanten, der sagt, nee, also eine Palette, da komme ich nicht für, sondern ab 10 Paletten könnt ihr gerne anrufen und dann kommen wir auch. Na, das sind seine Lieferbedingungen und das sind natürlich wichtige Kriterien. Nehmen wir noch was mit Wert zu tun hat. Das ist die Frage, wer ist denn das? Das ist die Frage nach Bonität. Bonität, ja, ist wieder die Frage, wer ist das? Und man könnte, auch das ist ein wichtiges Kriterium, die Mitarbeiter. Ist auch wieder die Frage, wer? Ja, wer arbeitet denn da? Vielleicht arbeiten da nur Menschen, die fast gar kein Deutsch sprechen. Das gibt es alles heute. Ja. Und das ist ein Kriterium, wenn wir zum Beispiel auf klare Kommunikation angewiesen sind, dann können wir mit solchen Mitarbeitern des Lieferanten nichts anfangen. Ja, von daher ist das ein wichtiges Kriterium. Ja, bei den Preisen kann man natürlich jetzt noch hier Rabatte und Sconti. Ja, Sconti hat mit dem Zahlungsverhalten zu tun. Wenn man schnell zahlt, kriegt man oft da so ein sogenanntes Konto. Also man kann einen Abzug machen von der Summe, die man zahlen muss. Ja, das sind jetzt noch Feinheiten, die man hier ergänzen kann. Aber wir haben hier schon eine ganze Menge Kriterien. Und Sie sehen, es sind eine ganze Menge Kriterien. Also man muss hier wirklich so ein bisschen mit so einem Bewertungsschema rangehen und die Lieferanten alle erfassen. Ne, bei der Bonität dann zum Beispiel fragen, nicht nur wer, sondern wie lange am Markt. Ne, solche Dinge. Ja, vielleicht sogar Wirtschaftsauskunft einholen. Ne, könnte dann, wenn wir so eine Tabelle mal basteln müssen in der Prüfung, könnte das über einer Spalte stehen, dass wir Wirtschaftsauskunft einholen über den Lieferanten, um zu wissen, ob der solvent ist, ob er flüssig ist, ob der morgen noch am Markt ist oder morgen schon wieder pleite und der Typ schon wieder was anderes aufmacht. Ne, sowas gibt es nämlich auch. Ja, also man kann das jetzt hier noch verfeinern. Hier zum Beispiel Sprachkenntnisse. Ja, Sprachkenntnisse auch hier. Ich kürze K wieder ab. Kommunikation, Kommunikationsverhalten. Ja. Der Mitarbeiter des Lieferanten auch extrem wichtig. Ja, wenn er sagt, wir brauchen dringend von der Lieferung, brauchen wir ganz dringend ein bestimmtes Teil. Und wenn er sagt, dieses ganz bestimmte Teil habe ich genau da und dahin gepackt, dann können wir es schnell finden. Ansonsten müssen wir vielleicht die ganzen Paletten da umgraben. Das ist Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter. Spielt in der Praxis, spielt im Alltag
eine große Rolle und ist ein wichtiges Kriterium. Kann man natürlich nicht im Vorhinein wissen, aber man kann sich die Mitarbeiter anschauen und gucken, ob die sowas können und ob die sowas tun. So, das soll genügen zu dieser Prüfungsfrage. Ja, hier muss man natürlich gucken, hier kann man sehr viel schreiben, wie Sie sehen, wie viele Punkte gibt es. Und steht da, nennen Sie oder steht da, erläutern Sie. Ich bin hier tatsächlich in Erläuterung teilweise abgedriftet. Na, wenn da steht, nennen Sie, so habe ich ja das Video angefangen, dann sind solche Erläuterungen nicht nötig. Aber wenn es heißt, erläutern Sie, dann sind solche Dinge wie hier zum Beispiel bei Bonität nötig. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.